aus den Offenbarungen Mariens an Luisa Picaretta, Band 8, die Jungfrau Maria im Reich des göttlichen Willens, heute der 18. Tag. Die Königin des Himmels im Reich des göttlichen Willens im Haus von Nazareth. Himmel und Erde gehen daran, sich den Friedenskuss zu geben. Die göttliche Stunde ist nahe. Die Seele zu ihrer königlichen Mama. Meine erhabene Mama, ich komme zurück, um deinen Schritten zu folgen. Deine Liebe bindet mich wie ein machtvoller Magnet und lässt mich ganz aufmerksam sein, um die schönen Lehren meiner Mutter zu hören. Doch das genügt mir noch nicht. Wenn du mich als Kind liebst, schließe mich in das Reich des göttlichen Willens ein, wo du gelebt hast und lebst. Versperre mir die Tür auf eine Art, dass ich auch dann, wenn ich es wollte, nicht mehr hinausgehen kann. So werden Mutter und Kind ein gemeinsames Leben führen und wir beide werden glücklich sein. Die Lehre der Himmelskönigin? Mein liebstes Kind, wenn du wüsstest, wie sehr ich es ersehne, dich ins Reich des göttlichen Willens einzuschließen. Jede meiner Lehren, die ich dir gebe, ist ein Gitter, das ich bilde, um dich am Herausgehen zu hindern, und eine Kraft, deinen Willen einzumauern, damit er begreift und gerne unter der sanften Herrschaft des höchsten Fiat bleibt. Sei deshalb aufmerksam, wenn du mir zuhörst, denn dies sind Arbeiten deiner Mutter, um deinen Willen anzulocken und ihn zu entzücken, damit er sich gerne vom göttlichen Willen besiegen lässt. Mein liebes Kind, höre mir zu. Ich verließ den Tempel mit demselben Mut, mit dem ich dort eingetreten war, nur um den göttlichen Willen zu erfüllen. Ich ging nach Nazareth und traf meine lieben und heiligen Eltern nicht mehr an. Ich wurde nur vom heiligen Josef begleitet. In ihm sah ich meinen guten Engel, den Gott mir zu meinem Schutz gegeben hatte, wenn ich auch Scharen von Engeln hatte, die mich auf der Reise begleiteten. Alle geschaffenen Dinge verneigten sich vor mir, um mir die Ehre zu erweisen. Ich dankte ihnen und gab jedem geschaffenen Ding meinen Kuss und meinen Gruß als Königin. So kamen wir nach Nazareth. Du musst auch wissen, dass Josef und ich einander mit Zurückhaltung begegneten. Wir beide fühlten, wie unser Herz von dem Wunsch erfüllt war, dem anderen zu sagen, dass wir uns mit dem Gelübde der immerwährenden Jungfräulichkeit an Gott gebunden hatten. Schließlich wurde das Schweigen gebrochen und wir bekundeten einander das Gelübde. Oh, wie glücklich waren wir! Wir dankten dem Herrn und beteuerten, wie Bruder und Schwester leben zu wollen. Ich war höchst aufmerksam, um ihm zu dienen. Wir betrachteten einander mit Ehrfurcht und die Morgenröte des Friedens regierte in unserer Mitte. Oh, wenn sich alle in mir spiegeln wollten, um mich nachzuahmen. Ich passte mich sehr an das gemeinsame Leben an. Von den großen Gnadenmeeren, die ich besaß, ließ ich nichts nach außen dringen. Höre, mein Kind, im Haus von Nazareth fühlte ich mich mehr denn je entflammt. Und ich bat darum, dass das göttliche Wort auf die Erde herabsteigen möge. Der göttliche Wille, der in mir regierte, tat nichts anderes, als alle meine Akte mit Licht zu füllen, mit Schönheit, Heiligkeit, mit Macht. Ich fühlte, dass er in mir das Reich des Lichtes bildete. Es war ein Licht, das immer aufgeht. Es war das Reich der Schönheit, Heiligkeit und Macht, das immer wächst. So dehnte das göttliche Fiat alle göttlichen Eigenschaften mit seiner Herrschaft in mir aus und brachte mir die Fruchtbarkeit. Das Licht, das mich überflutete, war so stark, dass meine Menschheit so verschönert und von dieser Sonne des göttlichen Wollens erfüllt wurde, dass ich nichts anderes tat, als himmlische Blumen hervorzubringen. Ich fühlte, dass sich der Himmel bis zu mir herabneigte und dass die Erde meiner Menschheit hinaufstieg. Und Himmel und Erde umarmten sich, versöhnten sich, um sich den Kuss des Friedens und der Liebe zu geben. Und die Erde bereitete sich, den Samen hervorzubringen
und den Gerechten zu bilden, den Heiligen. Und der Himmel öffnete sich, um das Wort in diesen Samen herabsteigen zu lassen. Ich tat nichts anderes, als in mein himmlisches Vaterland hinauf und wieder herabzusteigen, mich in die Arme meines himmlischen Vaters zu werfen und ihm aus ganzem Herzen zu sagen: Heiliger Vater, ich kann nicht mehr, ich fühle mich verbrennen. Und während ich brenne, fühle ich eine mächtige Kraft in mir, die dich besiegen will. Mit den Ketten meiner Liebe will ich dich binden, um dich zu entwaffnen, damit du nicht mehr länger zögerst. Auf den Flügeln meiner Liebe will ich das göttliche Wort vom Himmel auf die Erde tragen. Und ich weinte und weinte, dass er mich erhöre. Und die Gottheit, besiegt von meinen Tränen und Gebeten, versicherte mir: Tochter, wer kann dir widerstehen? Du hast gesiegt. Die göttliche Stunde ist nahe. Kehre auf die Erde zurück und setze deine Akte in der Macht meines Wollens fort. Damit werden alle erschüttert sein und Himmel und Erde werden sich den Kuss des Friedens geben. Trotz alledem wusste ich aber noch nicht, wer die Mutter des ewigen Wortes sein sollte. Nun, geliebtes Kind, höre mir zu und verstehe gut, was es bedeutet, im göttlichen Willen zu leben. Ich bildete mit meinem Leben in ihm den Himmel und sein göttliches Reich in meiner Seele. Und wenn dieses Reich in mir nicht gebildet worden wäre, hätte das Wort niemals vom Himmel auf die Erde herabsteigen können. Wenn es herabstieg, dann nur in sein Reich, das der göttliche Wille in mir gebildet hatte. Er fand seinen Himmel in mir, seine göttlichen Freuden. Niemals wäre das Wort in ein fremdes Reich herabgestiegen. Oh nein, nein! Er wollte zuerst sein Reich in mir bilden und dann als Sieger herabsteigen. Nicht nur das, sondern ich erwarb auch aus Gnade das, was Gott von Natur ist, die göttliche Fruchtbarkeit. Denn ich lebte immer im göttlichen Willen. Damit konnte ich ohne menschliches Wirken den Samen bilden, um in mir die Menschheit des ewigen Wortes keimen zu lassen. Was kann der göttliche Wille nicht alles in einem Geschöpf tun? Alles. Alle nur möglichen und vorstellbaren Güter kann er wirken. Deshalb soll es dir am Herzen liegen, dass alles in dir göttlicher Wille sei, wenn du deine Mutter nachahmen und sie zufrieden und glücklich machen willst. Die Seele. Heilige Mama, wenn du willst, dann kannst du es. Wie du die Macht hattest, Gott zu besiegen, sodass er schließlich vom Himmel auf die Erde herabstieg, so wird es dir nicht an Macht fehlen, meinen Willen zu besiegen, damit er kein Leben mehr habe. Ich hoffe auf dich und von dir werde ich alles erhalten. Tagesaufopferung. Um mich heute zu ehren, wirst du mir einen kleinen Besuch im Haus von Nazareth abstatten. Und mir zu ehren wirst du mir alle deine Akte geben, damit ich sie mit den meinigen vereine und sie in den göttlichen Willen umwandle. Stoßgebet. Himmlische Herrscherin, bringe meiner Seele den Kuss des Willens Gottes. Himmlische Herrscherin, bringe meiner Seele den Kuss des Willens Gottes. Himmlische Herrscherin, bringe meiner Seele den Kuss des Willens Gottes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.